Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Ich habe nicht trainiert. Ja, warum? Ja, ihr müsst wissen, wenn ich nicht aufnehme, sondern, keine Ahnung, in der Schule bin, weil ich nehme jetzt einfach mal Schule, weil Schule passe ich eh nie auf, also Schule ist mir relativ lang. Dann überlege ich mir immer so Taktiken bei Spielen, wo ich gerade nicht weiterkomme, vor allem auch bei Let's Plays. Und ich habe eine neue Taktik, denke ich mal. Hoffe ich mal. Und zwar habe ich einen neuen Plan. Das war schon mal die falsche Taste. Ich wollte hier hin und zwar mein Plan ist... Das Problem ist ja, dass dieses... Ja, das nach dem Schock halt, der einfach alles draufballert, was er hat. Ich probiere jetzt die Taktik. Wir gehen auf Praktikmente, machen nicht Kampfmitglieder, sondern manuell. Und machen ein neues. Ach nee, gar nicht wahr, das habe ich schon drinne. Genau das wollte ich nämlich haben. Lebensinfonie. Ich wollte gucken, wie es ist, wenn ich zwei Heiler, einen Verteidiger habe, weil... Da anzugreifen bringt eh nichts. Bei dem. Während der halt gerade dieses alles auf dich drauf haut. Da bringt es eh nicht anzugreifen. Deshalb hoffe ich jetzt einfach mal, dass es zwei Heiler reicht, um das Leben einigermaßen über Bach zu halten. Ja, und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Ne, Fang? Weißt du Bescheid? Ne, wir machen das. Und mal schauen, ob wir den Stolz-Robo diesmal down kriegen. Wenn nicht, dann werde ich auf jeden Fall trainieren gehen. Keine Sorge. Ich habe ja auch noch das Lösungsbuch hier, falls alle Stricke mal reißen und ich wirklich nicht mehr weiter weiß. Aber solange ich noch Pläne habe, wird das nicht passieren. Aber ich habe keinen Plan. Quatsch. Ich habe einen Plan. Weiß gerade echt nicht, warum ich das gesagt habe. Mein Kopf ist gerade irgendwo anders. So. Okay, wenn wir den das erste Mal dann in Schock haben, dann... wechsle ich dann später runter, wenn der... Wenn es dann soweit ist. Und der halt... die Dauerserie an Angriffen macht. Alter, mir ist gerade ein bisschen schlechter. Ich habe gerade eben so eine Zitronenbuttermilch geäxt. Ich hatte Durst. Jetzt ist mir schlecht. Dankeschön. Ach, egal. Jetzt kriege ich trotzdem. Das hält mich nicht auf. Ich krieg dich down. So, jetzt hat er auf jeden Fall erstmal Schock. Das heißt, er wird gleich massakrieren. Wir nennen es massakrieren. Okay. Okay. Ich werde gleich runterwechseln. Keine Sorge. Ich werde schon mal überlegen, mit Fang zu spielen, weil ich als Heiler echt null bin. Ich kann kein Heiler spielen. Es ist so. Sollten wir mal irgendwo, irgendwann mal online irgendein Fantasy-Rollenspiel spielen, dann lasst mich nie der Heiler sein. So, ich wechsle. Er wird jetzt massakrieren. Vita. Weil, das ist klar, ich habe mit Lightning natürlich noch nicht die Übersachen. Ja, ich habe noch kein Vitra, ich habe sonst noch gar nichts. Aber es... Ich hoffe, dass Vita einfach reicht. Aha. Verdammt. Sieht schlecht aus. Okay, war eine scheiß Idee. Okay. Der Plan geht nicht auf. Vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, wenn ich dann Verheerer bin, weil dadurch, dass ich ja Verheerer bin, laufe ich ja rum. Vielleicht weiche ich so ein bisschen zu seinen Attacken aus. Aber ich würde gerade ganz gerne mal was nachgucken, wenn ich hier überhaupt nochmal hinkomme. Ja. Und zwar... Kurz mal ins Geschäft. Drogeriemarkt.
Okay, es gibt nichts Besseres als Heiltränke, okay. Ich habe gedacht, es gibt hier wie bei anderen Final Fantasy Teilen oder Kingdom Hearts. Nein, nicht Kingdom Hearts, bei Kingdom Hearts gab es das auch nicht so. Supertränke. Und so. Gab es das bei Final Fantasy? Oder, ich weiß, dass es bei Pokémon gab, ja, aber gab es das auch bei Final Fantasy? Ich habe schon wieder vergessen. Ah, okay, wir probieren die altbewährte Taktik. Das hat ja auch letztes Mal echt geil funktioniert. Ich hätte den ja auch fast down bekommen und dann... Ja. Ich hätte den nur noch einmal Schock kriegen müssen, dann wäre der down gewesen. Aber nein, das Spiel wollte ja nicht. Weil das Spiel scheiße... Nein, das Spiel ist nicht scheiße. Sag mir einfach nur, das Spiel ist scheiße schwer. Wenn ich so an Gegner wie Batandolus denke oder anderen Pennern. Aber gut. Vielleicht sollte ich wirklich mal mit Fang spielen. Das probiere ich hier nochmal aus, falls ich jetzt früh sterben sollte. Weil ich glaube, wenn ich jetzt in dem Part es nicht schaffe, werde ich mal gucken. Entweder werde ich dann mir mal das Lösungsbuch durchlesen und wenn ich dann sagen kann, okay, die haben was vollkommen anderes wie ich, dann werde ich dazu noch einen neuen Part machen. Haben die aber irgendwie so dieselben Taktiken und ich schaff's einfach nur nicht, dann werde ich sagen, okay, dann nehme ich das halt auf, nur ohne mich, ohne meinen Ton, also ohne Stimme. So wie ich das auch bei den anderen Bossen schon mal gemacht habe. Weil dann konzentriere ich mich auch mehr, dann konzentriere ich mich nicht so aufs Reden. Und, ja, ich weiß nicht, ich finde das ganz gut, dann kann ich auch ganz viele Versuche hintereinander aufnehmen und dann einfach vielleicht so ein kleines Best-of machen. Hatte ich bisher nie nötig, weil irgendwie immer, wenn ich das dann für mich aufgenommen habe, also ohne Ton, also ohne meine Stimme, habe ich es immer beim ersten Mal geschafft. Immer. Ich musste nie irgendwie, ich hatte nie mal einen Tod oder so. Das war schon komisch. Warum auch immer. Aber gut. Ha. Weil ich weiß, bei Kingdom Hearts war das, habe ich das ja auch gemacht. Wenn ich jetzt da an den Xemnas denke, bei Kingdom Hearts 1, ich habe es im ersten Versuch geschafft. Sephiroth habe ich im ersten Versuch geschafft. Oder im zweiten vielleicht, aber... Dann, Final Fantasy Dahaka habe ich, glaube ich, so gemacht. Den habe ich ja geschafft. Batandolus habe ich sogar in der Aufnahme geschafft. Da war ich echt überrascht. Also den zweiten Batandolus. So, mal schauen, wie es jetzt wird. Es sieht immer noch scheiße aus. Aber irgendwie auch wieder besser. Ich weiß nicht. Wie kann der mich denn treffen, wenn ich in der Luft bin? Das ergibt keinen Sinn. Okay, aber ich hab's überlebt. Ihr seht, ich hab's überlebt. Manchmal überlebe ich das, manchmal aber auch nicht. Es ist total komisch. Ich weiß echt nicht, was das auslöst. Dass ich jetzt manchmal überlebe und manchmal nicht. Das ist echt ein bisschen grandstabil. Ja, grandstabil. Okay. Vielleicht werde ich mir gleich schon mal ein paar Heiltränke reinpfeifen. Ich weiß gar nicht, wie viel ich noch habe. Ich glaube 50 habe ich gelesen. Ja, Fang ist auf jeden Fall wieder im grünen Bereich. War im grünen Bereich. Ja, ich muss mich gleich unbedingt mal in irgendwas reinpfeifen. Warum gibt es nicht Besseres als Tränke? Ich könnte auch eine Meta-Fähigkeit machen. Ich könnte ja auch mal Odin oder so rufen. Aber ich weiß nicht, ob Odin so wirklich was bringt. So, ich gehe jetzt nochmal hier drauf, weil... Vielleicht kann der Haupt mich dann mal so ein bisschen noch heilen, bevor es dann in die Schockphase geht.
Weil ich hoffe, der wird jetzt eher auf die Fang gehen. Ja, das sieht gut. Sieht gut aus. Ja, sieht sehr gut aus. Sollte ich vielleicht öfters mal machen. Und Schock. Und direkt grüne Front. Ah, ja, genau. Ich habe ja letztes Mal die ganze Zeit geswitcht, ne? Ja, vielleicht sollte ich das auch mal wieder machen. Switchen. Zumindest solange der hier kein wieder so einen Mega-Angriff macht und alles ineinander bringt. Aber Switchen war damals sehr, sehr gut. Damals, ja. Das war vor ein paar Tagen. Okay, er hat auf jeden Fall gleich die Hälfte weg. Nur jetzt gleich macht er halt auch wieder seine, ne? Ich gehe schon mal runter. Dann kann der sich schon mal auf Fang konzentrieren. Ich hasse die Vergeltung. Die Vergeltungsschläge sind einfach so krank, ne? Lass mich das überleben, bitte. Lass mich das einfach überleben. Geh auf die Fang, nicht auf mich und nicht auf den Hope. Verdammte Scheiße, verdammte Scheiße. Ich hab's überlebt, ich hab's überlebt, ich hab's überlebt. Okay, okay, ganz, ganz gut. Ganz ruhig, ich lass den Hope jetzt erstmal heilen. Ich hab's überlebt. Ich glaube, das ist schon eine gute Taktik, die ich hier habe, nur... Wie gesagt, ich glaube auch, es liegt einfach daran, dass es ein bisschen zufällig ist. So, ich mache jetzt die Switch-Taktik wieder. Das heißt, ich lasse den erstmal so ein bisschen Schock ankommen. Wenn die Fang mitmachen würde, dann switche ich runter. So. Dann switche ich wieder hoch. Ja, die Switch-Taktik ist schon gut. So, dann switche ich wieder runter. Ja, die Switch-Taktik ist echt stark. Dann switche ich wieder hoch. Switche ich wieder runter. So kriegt er auf jeden Fall echt schnell Schock. Nur, wie gesagt, es ist vielleicht gar nicht so gut, dass der Schock bekommt. Weil, wie gesagt, so, ich... Doch, ich switch nochmal runter. Ich mach die Switch-Taktik weiter. Ich habe gerade gedacht, ich höre mir der Switch-Taktik auf, aber ich glaube, das ist besser, wenn ich die weitermache, weil so halte ich mich auch im grünen Bereich. Halt, wenn der Schock hat, dann werde ich natürlich die Switch-Taktik wieder verwerfen. Aber ich krieg gerade ein bisschen aufs Maul, sehe ich auch gerade. Vielleicht sollte ich dann mal kurz hier bleiben. Wäre ja nicht schlimm jetzt gerade. Weil der hat nämlich jetzt Schock und hoch. Und hoch. Und jetzt drauf. Drauf, drauf, drauf. Ich bin ein bisschen aufgeregt, Leute. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil... Wie gesagt, es ist, glaube ich, Zufall, ob du überlebst oder nicht. Ich glaube, das kannst du wirklich nicht beeinflussen. Du musst halt Glück haben, dass der nicht so viel auf dich geht. Und halt auch Glück haben, dass der Haupt mich jetzt vielleicht mal heilt. Oder besser gesagt, im grünen Bereich hält. Okay, 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 okay. Ich switch runter, ich switch runter. Jetzt muss ich wieder hoffen. Jetzt muss ich hoffen, weil ich glaube, wenn ich das jetzt überlebe, habe ich Riesenchancen. Dann habe ich Riesenchancen. Wenn ich das überlebe. Und wenn der Haupt das überlebt. Okay. 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 Verdammt, verdammt, verdammt. Danke, Hope, danke, Hope. Hope! Nicht nachlassen, Hope, nicht nachlassen. Ich glaube, ich hab's überlebt. Ich glaube, ich hab's überlebt. Oh. Okay.
Okay, ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Jetzt ist die Frage, was ist jetzt, was wäre jetzt sinnvoller? Verzichte ich auf Schock und mache so weiter, bis ich mir denke, okay, mit der Switch, da kriege ich den auf jeden Fall down. Oder mache ich jetzt weiter, gehe auf Schock, hab aber dafür, vielleicht, dass der das überlebt, dass der dann den nächsten Schock auch noch überlebt. Weil ich weiß nicht, ob das reicht. Ich könnte es mal probieren. Ich habe jetzt eh genug Leben. Weil ich habe ein bisschen Angst, dass das reicht. Also, dass er den nächsten Schock auch noch überlebt. Weil der noch echt... Es ist zwar wenig Leben, aber ich weiß nicht, ob ich den so viel abziehe. Da habe ich ein bisschen Schiss vor. Ich will den jetzt schlagen. Ich will den schlagen. Vielleicht gehe ich hier auch gleich mal mit allen drauf. Wie wäre es damit? Natürlich ist dann wieder eine Chance groß, ne, zu verkacken, ist klar. Aber ich weiß nicht. Was ist jetzt sinnvoll? Ihr seht, ich habe jetzt die Hälfte an Schock. Kriege ich das down in der Zeit? Das ist die Frage. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich es nicht tue. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass ich es nicht tue. Das ist ja nämlich echt scheiße, wenn ich das nicht tue. Oh, ich traue mich irgendwie nicht so ganz. Soll ich den jetzt auf Schock bringen? Soll ich den jetzt auf Schock bringen? Das wäre echt blöd, wenn ich das echt verkacken würde. Nein, ich traue mir das nicht zu, Leute. Ich traue mir das nicht zu, es tut mir leid. Ich traue mir das leider nicht zu. Ich lasse den Schock ganz runtergehen. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, bist du blöd, aber Leute, wisst ihr, wie scheiße schwer die Entscheidung ist? Okay. Oh, gut. Und gut. Weil vielleicht ist es sogar das Ziel, den nicht auf Schock zu bekommen. Da ist das ja sogar das Ziel. Es wär lustig. Das traue ich mir jetzt zu. Das Leben, was der jetzt hat, das traue ich mir zu. Auf Schock. Also jetzt kann ich den gerne auf Schock bringen. Aber das davor habe ich mir nicht zugetraut. Tut mir leid. Entschuldigung. Aber ich bin glücklich. Wenn ich es schaffe, dann bin ich glücklich. Es wird zwar wieder ein elendig langer Part. Ich sehe da schon wieder 18 Minuten gerade. Aber hey. Solange ich Fortschritt mache, bin ich bei diesem Spiel hundertprozentig glücklich. Das müsst ihr mir glauben. Vor allem bei dem Spiel kommt es mir eigentlich nur auf Fortschritt drauf an. Weil das Spiel ist einfach so linear. Du kannst halt von nichts abgelenkt werden. Es kommt halt nur auf diese Linearität an, sag ich jetzt mal. Und wenn man dann Fortschritt hat, dann kommt es halt auch nur auf den Fortschritt drauf an. Bei 13.2 sieht das schon anders aus. Da ist es nämlich ein bisschen weniger linear. So, der wird auf jeden Fall verrecken. Der wird auf jeden Fall verrecken. Das schaffe ich. So, fang nochmal. Ich nochmal. Jetzt hat er Schock. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Das schaffe ich. Jo. Komm, fang nochmal. Fang, mach. Bring's hinter dich. Yes. Wahrscheinlich kein Stern, oder? Ne, war klar, aber hey. 10.000 Punkte hat er nur gebracht. Was? Nur 10.000 Punkte. Das ist wenig, meine ich. Ein Teilchenbeschleuniger. Und eine Katze.
don't understand. We want the same thing. Why can't we just work together? These people are so blinded by fear, they can't even imagine it. Are we too late? Not yet. And we can't give up. No one else knows the truth. Am I right? Only we know about the plan to destroy Cocoon. And which Falci's behind it. Bartandalus. Then what are we waiting for? It's time for some payback. That's what I'm talking about. Once everything's finally out in the open, people are gonna have to wake up from this nightmare. Let's show them how human we still are. Geil. Erstmal eine Tracht Prügel. Okay, da geht's weiter. Aber Leute, ich gehe nochmal zurück. Ich will hier speichern. ich weiß nicht, ob da ein Speicherpunkt ist, deswegen. So. Wir haben den Boss besiegt. Yay. Finde ich gut. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr sehr gerne im nächsten Part wieder einschalten. Das würde mich sehr freuen. Dann gehen wir auch weiter. Und ich sage bis dahin. Tschüss.